Also, fangen wir an. Wir haben zwei Drittel Blatt auf die Bambusmatte. Da muss ich ja meine Finger ein bisschen nass machen und mit dem Tuch abwischen. Dann, ich habe 150 Gramm Reis. Ja, und dann mit Folie kann man so auf das Brett legen. Ja, und wir benutzen das Folie später. Also nochmals ein bisschen nass machen, ihre Finger. Und dann, wir müssen diesen Reis gleichmäßig teilen auf das Nori-Blatt in der Mitte. Ja, und dann, wir können langsam diesen Reis ausbreiten. Zuerst ganz oben, ja, das oben, das Ende, bildet das Ende der Rolle. Deshalb möchte ich immer sehr viele Reis, ja, geben. Dann langsam, ja, noch Reis ausbreiten, ja, und dann, Sie dürfen den Reis noch unten geben. Aber wichtig ist nochmal ganz oben viele, viele Reis. Ja? Nicht zu drücken. Mhm. Keine Schwarze zeigen. Mhm. Ja? Und dann nochmals Hand putzen und Sie können einfach die Sesamkörner in die Mitte geben. Ja? Und dann, wenn Sie fertig sind, die Folie mit dem Reis, Sie geben auf den Reis, ja, und dann, jetzt dann, es ist gut ausbreitet, breitet, ja, dann diese Folie, warum haben wir Folie gelegt, ist, dann es ist klebrig mit der Matte. Heben wir das Ende, ja, einfach mit dem linken Finger. Ja, ihre Hände, rechte Hände auf die Folie bitte. Wir sollen das wenden. Also heben eine Ecke, ja, und dann nochmals, ja, auf die Matte so legen. Okay, jetzt dann wir legen eine Gurke. Ja, unten, ja. Dann noch ein bisschen Avocado und Fisch, ja. Heute haben wir Thunfisch mit Sojasauce, Sesamöl und Spicy Sauce. Und dann noch ein bisschen Avocado unten, ja, wie das, ja. Mhm. Vielleicht dreimal oder viermal, so, like this, ja. Und dann, so, es ist jetzt genug Zutaten für ein Inside-Out-Rolle, ja. Und dann, wir müssen immer kontrollieren, nur zwei Stäbchen unten lassen, ja. Und wir brauchen noch viele Platz oben zu rollen. Ja, und dann ich putze ein bisschen so. Ja, Reisringe. Also, ja, wir können nochmal zwei Stäbchen frei lassen und dann, ja, heben wir, ja, die Matte, ja, mit Daumen. Acht Finger sollte die Zutaten, ja, drücken, bringen Sie bitte das Ende der Matte vorne und ein bisschen drücken. Ja. Heben mit Daumen, ja, und genau. Und ich habe noch 2 cm zu schließen, überlappen. Und ein bisschen gedrückt, ja, dann entfernen Sie bitte die Matte. Ja. Wir müssen das Ende der Folie heben mit der rechten Finger. Das sollen wir vorne ziehen, aber mit linken Finger stoßen. Ziehen und stoßen. Ja?
Da es ist geschlossen. Wir können jetzt diese Rolle holen. Ja, machen wir das viereckige. Das Ende der Rolle unten lassen. Ja, in der Mitte der Matte. Ja, und da muss man das ein bisschen einwickeln. Und nicht so fest drücken. Ja, zwei Zeigefinger oben, vorne Daumen, hinten drei Finger zweimal. Ja, von drei Seiten leicht drücken. Sonst Avocado. Ja, einmal, zweimal, ja, dreimal, leicht, viermal. Voilà. Das ist so. Ja, das ist viereckige Inside-Out-Rolle.